Warten, dass der dann losstürmt. Er macht den Bogen bereit und zieht sanft an der Sehne, um ja, links und rechts gleich hinter dem Berg hervorzuschießen. Also, ja. Wartet mal kurz. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um den Trank anzuwenden. Ah, der Trank. Dann macht. Ja, warum auch nicht? Tut es. Irgendwann würdet ihr euch dazu bereit erklären, das zu tun? Ich habe meine Schwierigkeiten damit, die Unwahrheit zu sagen. Ich bin doch auch mittlerweile preisgefällig geworden. Keine Unwahrheiten. Nie wieder. Für Fex. Soll ich das machen? Komm, gib her. Abel, ich brauche deine Robe. Ja. Als Überwurf, nur kurzzeitig. Ihr bleibt kurz hier Ah. hinter. Und die anderen kommen mit als meine, was weiß ich, Leibwächter, mit wem ich auch sonst auch so brenne. Ja, dann ziehe ich meine Robe aus und darunter sind die Rüstung halt. Rafi, du kommst mit erstmal Leibwächter, alles andere wird mir nicht geglaubt. Ich wollte gerade sagen, ich denke Jetzt zieh ich nicht, die dass verkehrt man. rum an, Ömer. Alles klar, ja, zieh ich die Robe verkehrt rum an. Und trinke dann den Trank. Ihr könnt sehen, wie Ömer leicht wächst und dann vor allem sein Gesicht sich verändert. Seine Haare fallen aus und ihm wächst eine Narbe ins Gesicht, die vom Kopf beginnt, rot wie Scharlachwurzelkraut. Ihr habt das Ganze natürlich schon gesehen auf dem Platz unten, als einer der Verbrecher hingerichtet worden ist. Die rote Farbe läuft hinunter übers Auge. Die Haare sind mittlerweile alle ausgefallen, liegen jetzt auf dem Boden und immer du merkst, wie sich deine Sicht verschiebt und du blind wirst. Die rote Scharlachkappe bildet so etwas wie Venen, Adern, die sich bis runter fast zu deinem Mund ziehen und schmerzhaft pulsieren. Immer greift etwas tastend zu dem Kinnriemen seines Helms, zieht den Helm ab, legt ihn auf den Boden, richtet sich auf, fasst eine Hand auf den Kopf. Ich hatte vergessen, dass ich blind bin und keine Haare auf meinem Kopf habe. Jetzt bin ich natürlich ein guter Schütze, blind. Ihr seht abartig echt aus. Vielleicht könntet ihr die ganzen Leute hier wegschicken und ihnen sagen, dass sie dafür sorgen sollen, den Weg zum Thronsaal freizumachen. Klingt gut. Ja, okay. Wo versteckt ihr euch, dass sie sozusagen jetzt hier nicht euch sehen? Denke, wir bleiben hier sitzen. Dann müsste ich hinterquetschen. Los. Los, Raffi, wir Ihr gebt gehen. das ein Zeichen, dass es in die Luft rein ist. Ja. Ja, wird sich sozusagen neben Rafim stellen. Rafim, wir laufen immer Arm an Arm, dass sie sozusagen meinen Ellbogen immer deinen Ellbogen berührt. Dass ich sozusagen Orientierung habe, wenn ich anhalten muss. Können wir machen. Ich darf ja nicht auffallen, dass ich blind bin. Ich glaube, der Typ kann irgendwie sehen durch wahrscheinlich irgendwelche dämonischen Kräfte. Ich glaube nicht, dass Nur sie ich lange mit dir nicht. reden wollen. Ich glaube nicht, dass sie lange mit dir reden wollen. Der ist als Ja, nicht aber so wenn ich nett dann drüber bekannt. stolper und einfach wie ein Depp hinfalle, ist vielleicht klar, dass ich nicht Galotta bin. Ja, stimmt. Ja, ich gehe Ja. Arm in Arm, nein, Arm an Arm mit Ömer da um die Ecke. Ja, tap, tap, tap. Ich habe mir noch Adeptus hier, Majors. Abelmirs Stab geschnappt, dann Stab ich auch los. Und dann tock, tock, tock den Stab immer möglichst laut auf den Boden auf, tocken beim Laufen. Würfel mal bitte Schauspielkunst. Erleichtert um 5. Jetzt Ja, kommen habe die ich nicht. Gibt Leute. kein Schauspiel. Hast du gar nicht? Nö. Ist ja auch nicht das, was ich tue. Also laut Talentbeschreibung. Schauspiel, richtig. Vielleicht. Schauspiel nach Ach, Talentbeschreibung ist richtig. wirklich Schaudarstellung. Ja, nee, dann ist es. Überzeugen. Ja, überzeugen. Also du hast zwar noch nicht angefangen zu reden, aber du wirst jetzt demnächst anfangen zu reden. Und die Stimme gehört zwar dir, aber du musst natürlich auch die dementsprechende Brutalität dahinter legen, weil du den Mann so nicht kennst. Ja, man läuft einige Schritte. Ja, du kannst auch sehen, wie sich die Irrhaltengardisten in deine Richtung drehen, bedrohlich mit den Ketten rascheln. Und wenn sie dich dann sehen, gehen sie sofort auf die Knie und verneigen sich, blicken dich nicht an. Einer von ihnen, der dir am nächsten steht, brüllt einmal laut: Achtung! Seine kaiserliche Majestät, Galotta der Erste, Beherrscher der Menschen, Bote der Lohe, angetreten! Verneigt euch! Man bleibt stehen dabei, schlägt noch einmal den Stock, tock, auf den Boden auf.
betrachtet sozusagen alle, indem man den Kopf schweifen lässt, in ewiger Dunkelheit, die immer gerade ertragen muss, lässt man einmal links und rechts den Kopf durch den Raum schweifen, in der Hoffnung, dass man ungefähr die Maße abschätzen kann, wie groß der Raum war, dass man nicht jetzt irgendwie blöd die Wände anglotzt, dann wieder den Raum, den Kopf halbwegs mittig ausrichtet. Ja, du siehst auf einem Auge sehr, sehr schlecht, das andere ist komplett erblendet, aber mit dem anderen kannst du alterstrüb dann wenig erkennen. Also du siehst die Umrisse von den Wachen, wie sie dort stehen, zumindest die ersten paar Meter, dann die weiter hinten in den Blutbatterien stehen, die wirst du dann wohl nicht mehr erkennen, aber das eine Auge klärt sich so ganz langsam auf, grau, trüb, milchig. Immer der langsam die Grauschattierung wahrnimmt, die vor seinem Auge wieder auftauchen, kann noch viel besser den Raum denn vor allem mittig ausrichten zu seinem Gesichtsfeld. Hoch zum Thronsaal, der muss jetzt bewacht werden. Der Raum hier unten ist nicht wichtig genug, dass er von euch bewacht wird. Hoch mit euch, ihr alten Gardisten. Los! Ja, die erheben sich und ohne Widerspruch zu leisten, verfallen sie in einen Laufschritt und verlassen den Raum. Wird dann noch sehen, hören, wie sie wohl den andere Irrhalkengardisten, die wohl weiter hinten standen, in dem titanischen Raum, der sich sehr lang zieht in einem Kreis. Werden sie da wohl weiter andere ansprechen und verschwinden dann durch einen anderen Raum. Ein Durchgang. Sehr überzeugend. Oh Mann, hab ich Schiss gehabt. Ich bin so froh, dass das Fex mich nicht hat auflegen lassen. Danke, Fex. Drei, vier von denen hätte ich umbringen können. Könnten wir einmal wieder zurück zu Isarun gehen? Vielleicht Arm in Arm? Ja. Obwohl, ich leg dir einfach, damit du kämpfen kannst, die Hand auf die Schulter. Dann hast du die beiden Hände frei. Beim Laufen. Ja, ich nehme nicht an, dass wir allzu weit gelaufen sind. Aber falls es zu kämpfen kommt, ist das immer besser, dass du Hände frei hast. Ah, das ist richtig. Ja, wieder zurücklaufen. Abel mir deine Robe. Helf mir bitte beim Ausziehen. Oh, ja, gerne. Und gib dir auch den Stab wieder zurück. So, kann mir mal helfen beim Helm zumachen? Oh. Ah, das geht sogar ganz gut. Konnte ich ja sonst auch nicht sehen, mein Riemen unterm Kinn. Ha, passt schon. Willst du den Helm denn wirklich tragen? Was, Jan? Ob du den Helm denn wirklich tragen willst? Und meine, du siehst aus wie Carlotta. Dann hoffe ich einfach, dass ich gut genug hören kann, denn ich kann kaum was sehen. Ich kann nur so ein paar Grauschattierungen erkennen auf dem einen Auge, auf dem anderen Auge bin ich komplett blind. Vielleicht auch gut zu wissen, hier auf dem Auge, da kann ich nichts sehen. Alles, was da so ist, und er zeigt so ein bisschen mit dem linken Arm sozusagen so in die Richtung, wedelt mit den Händen, da in diesem Bereich kann ich gar nichts sehen, außer ich würde den Kopf so drehen, also... Ich läuft so ein bisschen Schauer über den Rücken und habt einen Gänsehaut, wenn ihr ihn dann hört, seht, wie Carlotta vor euch steht, normal redet, mit einer rasselnden Stimme, die sehr alt und auch müde klingt. Glaub mir, an das Sichtfeld gewöhnt man sich. Ich spreche da aus Erfahrung. Naja, ich wollte nur sagen, falls man das ausnutzen muss für irgendetwas. Ihr solltet aber auf keinen Fall nun aussehen, als würdet ihr einen Helm tragen, wenn ihr noch wie Carlotta aussieht. Ja, aber ich trage jetzt auch eine Ehrenlederrüstung und ich werde jetzt meinen Bogen nicht wegschmeißen und meine Waffe wegschmeißen und die ganze Zeit mit Abelmirs Zauberstab und Mantel hier Dings rumlaufen. Wir müssen das auf spezielle Situationen verschieben mit dem Verkleiden, damit Abelmir nicht die ganze Zeit nackt rumlaufen muss. Also wir können jetzt hier zumindest in deine Rüstung noch mit stecken. Seiner Unterkleidung. Wir können Abelmir in deine Rüstung stecken und ihm deine Waffen geben. Nein, ich werde meine Rüstung aus Sicherheitsgründen auch mal nicht ausziehen. Was soll denn mit den Leuten hier machen? Ich weiß nicht, schaut es euch an, ihr seid doch hier geweihte Magier. Guckt nach, ob man die Leute retten kann, Bandstaub vielleicht ein bisschen benutzen kann, ob das hilft oder ob die Leute eher sterben würden. Wir können sie schlecht hier lassen, wenn wir sie hier lassen, werden sie auf jeden Fall sterben. Das stimmt, wir sollten versuchen, so viele wie möglich von diesen Blutbahnen zu trennen, allein schon, um die weitere Energiezuführung zu stoppen. Schauen wir, ob sie wieder sie freien können, wie, ob sie heute wach werden oder irgendetwas. Emrod, könnt ihr mich hören? War nichts. Was denkt ihr? Erst Bandstab oder erst losschneiden? Untersucht ihn einmal. Schaut euch die Verbindungen an. Wie sehen die aus? Ja, die Verbindungen sind Adern, Venen, irgendwelche Metallschläuche, irgendwelche fleischigen Peitschen, die dann in die Haut reingeschoben worden sind und da diese gelbe Paste in die Körper pumpen. Kann ich würfeln, ob sie verbluten wird, wenn ich
diese Zuläufe oder Abläufe durchschneiden würde, oder? Ja, es ist wieder eine Anatomieprobe, diesmal allerdings plus 3. Habe mir. Vielleicht solltet ihr euch erst Belshirasha anschauen und notfalls an ihr experimentieren, bevor wir Leute verlieren, die wichtig sind und die für die gute Sache kämpfen. Ganz recht. Machen wir erst einmal einen Test. Ich halte mich mal an euch, Abelmir, denn ich glaube, ihr rennt nicht so auf den Nahkampf wie Raffin. Okay, also ich muss einfach nur die Dinger durchschneiden. Ja, das ist ja kein Problem. Moment. Lasst mich erst mal schauen. Guck erst mal Belshirasha an. Einfach alle durchschneiden, Abelmir? Ich denke, das müsste funktionieren. Probiert es mal bei ihr aus. Ja, ich nehme meine Boronsichel und schneide mal einfach alles, was nicht so menschlich an der alten aussieht, von der ab. Ich sprenkel ein bisschen Mannstaub da drauf. Wenn der das sieht ein wenig sehr rabiat aus. Ja, du merkst, wie wohl erst diese gelbe Paste aus den Adern rausläuft und dann verklumpt und stockt. Und während Jalan dann Mannstaub aufträgt, siehst du auch, wie die Haut von ihr anfängt leicht zu glühen und dann eiskalt wird. Und dann könnt ihr sehen, wie sie tatsächlich komplett zufriert. Tot. Dieser Pfandstopp hat eine unerwartete Wirkung. Das ist eine Wirkung ihres Paktes oder der Maschinerie? Moment, ihr habt gerade auf eine Paktiere im Bandstaub gestreut? Nun ja. Wir wollen ja nicht das. Lass es mich bei irgendeinem anderen probieren. Ich gehe mal zu irgendeinem. Nehmt einen frischen. Den dort hinten, den Gardisten. Ja, ich nehme, suche mir irgendeinen Gardisten, vollkommen egal welcher von denen das ist, und schneide den mal genauso los. Was passiert mit dem? Ja, würfel erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Wenn du da jetzt einen Gardisten, einen Soldaten in den Tod schickst. Ja, interessiert dich nicht. Du hast schon zahllose andere Menschen. Ist kein Alan-Fahner. Wollte gerade sagen, hast schon zahllose andere Menschen in den Tod geschitten. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ehrlos, aber du schneidest ihn los und passiert erstmal nichts. Also fließt so ein bisschen dieser gelbe Saft raus. Und fließt auch Blut raus? Das ist besser als bei der anderen. Aber auch nicht richtig gut, glaube ich. Blick mich mal um. Hier sind doch auch irgendwo Irrhagen-Gardisten eingearbeitet, oder? Abel, mir teste, guck doch mal nach, ob der Mann noch lebt oder die Frau. Ich kann das nicht so genau erkennen. Ja, Heilkunde Wunden oder Anatomie? Der Kopf von Dexter Nimrod hebt sich leicht. Ihr könnt seine grauen Haare sehen, die da wirr und blutig ins Gesicht fallen. Er lächelt mild. Er zieht so ein bisschen müde das Gesicht. Ayos, Cordovan, Eslam, Galotta, ihr seid verhaftet. Ihr werdet bezichtigt des Hochverrats, der Aufstachelung zum Verrat, des 4000-fachen Mordes und der Dämonenbündelei. Dexter! Den Zauberstab nieder. Dexter, wieso nicht? Kommt zu euch. Greifenmut. Aber ich gehöre doch jetzt zu eurer neuen Eingreiftruppe. Bringt ihn um. Eine Illusion, Dexter. Wir schnappen uns gerade schon, aber erstmal holen wir euch hier raus. Karinor, kannst du was für ihn tun? Ich versuch's. Ich kann auch mal Heilkunde machen. Du, ist hier irgendwo ein Irrhagen-Gardist, der an der Wand hängt? Ja, wirst du auch finden. Okay, ich schneide mal eine der. Gibt es welche, die reinfließen und rausfließen, oder fließen die alle raus? Die sind alle irgendwie verbunden, also ja, rein, raus. Okay, ich suche mal eine, die reinfließt, schneide die auf und tue da Bandstaub hinein. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll und aufhören und. Ganz behutsam, Karinor, ganz behutsam. Schauen wir mal, ob wir ihnen das austreiben können. Ich habe geschaut, ob die erste noch lebt, also die wir losgeschnitten haben, die nicht zu Eis geworden ist. Dass Belshirasha zu Eis geworden, das wird wohl höchstwahrscheinlich an ihrem Pakt liegen. Die anderen, die jetzt Raffim dann abgeschnitten hat, die werden nicht zu Eis, die sterben einfach weg. Und auch wenn jetzt die anderen sich nach und nach dann mit anderen beschäftigen, also Jala nimmt sich dann eben so ein Irrhagen-Gardist, der da irgendwo an der Wand klebt, der da aufgedunsen hängt. Abel, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, und das wäre doch nicht schön, aber wenn du dem Toten hier, dieser toten Wachmann oder toten Wachfrau, die vor uns ist, den Bauch aufschneidest, also da irgendwie so die Stellen aufschneidest und die anguckst, wo die Sachen eindringen und was die Dinge
wo die Sachen da im Körper liegen. Vielleicht kann man dann Leute mit einer, naja, mit einer Art Befreiung davon retten. Noch die Lebenden. Denn wenn wir sie davon befreien, vielleicht mit einem Heiltrank schaffen, am Leben zu halten, vielleicht hilft das. Geht das dann? Das wäre möglich. Haben wir so viele Heiltränke? Wie viel wollt ihr befreien? 2, 3? Alle. Na, Dexter Nimrod. Na gut. Ja, ich probier mal. Legt sie her. Tut der Bandstab was oder bringt er die dann einfach in der Maschine um? Der bringt die um. Wir könnten ihn mit dem Paralys, diesen Zerstörer auch auf den Artefakten vielleicht versteinern. Kannst du auch sehen, wie jetzt diese Fleischsärge, in denen sie liegen, dann aber auch ja, entweder schwarz werden und dann organisch verrotten innerhalb von sehr kurzer Zeit, wenn du dann bei ein, zwei Leuten, bei Bershirasha hast du es ja auch schon getan, also du kannst sehen, wie diese Särge verfaulen und sich dann mehr und mehr Bandstaub dann durch die Adern ins Innere zieht. Auf jeden Fall scheint es die Maschine zu stören, aber Isarun, dieser Versteinerungszauber, können wir den vielleicht anwenden, sie dann hinausschneiden und ihn dann an Heiltrank verabreichen? Immer zieht schnell das Armband ab und steckt es in die Tasche, was er anhat, damit es nicht ausgelöst wird. Es ist möglich, aber es kann auch ganz genau so gut nicht funktionieren, wenn das alles nämlich mit Magie durchdrungen ist, denn der Paralys wirkt nur gegen physische Anwendung. Ich würde nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, dass uns gerade dieser Zauber hier hilft. Kennt ihr denn einen anderen? Irgendetwas? Wir schneiden gerade, oder Abel, mir schneidet gerade diesen Mann hier auf, diesen armen, toten Gardisten. Entferne jetzt mal wieder die oberflächliche Kleidung und guck mir mal die Eindringstellen an, in denen die Ranken oder die Venen in den Körper eindringen. Und schneide großzügig dann um diese Ranken herum und gucke, wo diese hinführen. Ja, also du siehst, wie sie tatsächlich im Körper herumwuchern und sich ausbreiten, reingreifen. Das ist ein Gewächs. Also die sind tatsächlich mit der Festung jetzt verwachsen. Nun, wie es aussieht, ist dieser Eingriff wohl irreversibel. Man kann diese Leute nicht retten, wie es aussieht. Erzählt mir nichts! Guckt selbst, wenn ihr mir nicht glaubt. Sollte ich so viele wie möglich losschneiden, um der Festung zu schaden? Wenn wir gleich tun, Gemach! Dreht sich nochmal ein bisschen um und siehst, wie da Myria hängt. Seht ihr? Schlucken hast du natürlich das selbst zu verantworten, dass du sie in Yol'Gurmak zurückgelassen hast und doch der kleine Ragnar, was auch immer mit ihm in Yol'Gurmak passiert ist, plötzlich war er weg. Vielleicht irgendein Geschäft mit den Gräumen. Das hätte alles verhindert werden können. Verdammt nochmal, irgendwas müssen wir tun! Isarun, Abelmir! Wir können sie nur von ihrem Leiden befreien. Ich denke auch, es gibt zwar einen Zauber, der die Lebensprozesse sozusagen verlangsamt, wodurch irgendwie das Ausbluten möglicherweise langsamer vonstatten geht. Allerdings als Nicht-Heilmagierin bin ich nicht sehr gut darin. Was ist, wenn wir die Artefakte benutzen? Und dann? Und damit können wir sie zumindest versteinern und aufhalten, dass sie sterben und sie eventuell zu einem Pereine-Priester bringen rechtzeitig. Dann müssen wir es aber auf dem Rückweg machen, dass wir sozusagen auf dem Rückweg Leute mitnehmen. Wir können es nicht auf dem Rückweg machen. Weil jetzt wissen wir nicht, wie lange wir brauchen. Wir müssen die Kammer jetzt vernichten. Im Rückweg ist es zu spät. Dann haben wir uns ein ganz großes Zeitlimit gesetzt, wenn wir das jetzt tun. Dann müssen wir uns beeilen. Außerdem, ich will nichts sagen, aber wir brauchen diese Artefakte auch. Die Artefakte haben zwei Ladungen, das heißt, jeder, der zwei Ladungen noch hat, kann eine abgeben. Ich zum Beispiel könnte eine abgeben. Überleben war nicht im Plan, Raffi. Aber wenn wir nicht überleben, wie wollt ihr die dann zu einer Pereine-Geweihten bringen? Sollen die dahin fliegen oder was ist jetzt euer genialer Plan? Ja, ihr könnt jetzt sehen, wie eine Welle durch die Blutbatterie geht und
An den vorderen Kammern, ihr könnt mal bitte eine Sinnschärfeprobe machen, sie ist erschwert. Mehr Sterne sind gut, denn so weiter könnt ihr dann blicken in diesem titanisch dunklen schwarzen Raum. Was war das für eine Erschütterung? Immer schaut verwirrt, ich sehe nur Dunkelheit. Eine Art Welle, denke ich. Ich dürfe mit Ömer nicht, weil ich ja fast blind bin. Richtig, das ist ein sehr guter Einwand. Dann behalten wir die 11 Sternchen von Jalan, der mit seinen beiden Augen jetzt umso besser sehen kann. Du blickst in die Schwärze und kannst sehen, wie jetzt anfängt, die Adern weiter rot zu leuchten. Sie haben eben schon geglimmt, aber jetzt siehst du wohl, wie gelber Rauch hindurch gepumpt wird. Und die Menschen, die da jetzt groß, fett aufgedunsen anhängen, leer gelutscht werden und nur noch eine Hülle zurückbleibt. Und wie eine Welle läuft es jetzt durch den Raum, sodass jetzt die Batterie leer gepumpt wird. Das Magnum Opus hat begonnen. Scheiße, sie fangen an. Rafim, stich die Leute ab! Sofort und schnell! Ja, ich stech die Leute ab, sofort und schnell. Ja, andere Richtung, abstechen! Scheiße. Ich laufe los, nicht. Immer begibt sich zu Ragnar. Ragnar, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Nimmt sein Schwert und schneidet ihn los, dass die Batterie ihn nicht leer lutschen kann. Es tut mir so leid. Dexter Nimrod. Ihr habt euren Göttern und eurem Reich treu gedient. Müsst jetzt wohl viel zu früh den letzten Weg antreten. Die Götter eurer Seele gnädig sein, euch zu sich nach Alvaran nehmen. Dann enthaupt euch ihn. Ich trete vor den Ironal-geweihten Löwenbrand. Sein Körper verbrannt, zerschändet von den Elementen, von Daimoroch geknechtet, als er sich in Kamalet niedergelassen hat und ihn dann die Haut angeschmolzen, weggebrannt. Das ist ein furchtbares Bild, nur noch der Wappenrock, der da zerfetzt hängt und ihn dann zuordnen lässt mit der halben Gesichtshälfte, der Rest schwarz verbrannt. Möge Rondra eure treue Seele erlösen und euch in die Paradiese aufnehmen. Er blickt dich wohl auch mit einem Auge an, murmelt nur noch irgendwas sehr schwach. Und steche ihm den Säbel ins Herz. Und schließe ihm dann die Augen. Ja, ich versuche so viele Männer und Frauen zu erlösen, wie ich kann, bevor die Welle bei uns ankommt. Athletikprobe. Zählt das Sprint? Jetzt ja. Nehmen wir derweil kugelweise Bandstaub und schmetter den einfach in die Maschinerie rein. Ja. Da kommt ja in so kleinen gelben Glaskugeln. Eine hebe ich mir auf, die Polygon uns gegeben hat. Gut. Ihr schneidet nach allen Kräften der Welle entgegenlaufend, dann auf die andere Seite wechselnd und da dann mit der Welle laufend verschiedene Leute dann von der Batterie los. Ihr könnt auch sehen, dass diese Welle langsamer wird und der Rauch so ein bisschen in Stocken kommt. Du befähigst deiner Seele gnädig sein. Raya, nimm dich dieser Seelen an. Handel durch mein Sein. Stiehl sie den Dämonen davon. Verdammt sollen wir alle sein. Verdammt soll Galotta sein. Ja, ungefähr 2 Dutzend Menschen, die ihr dann noch bewahren könnt. Den einen oder anderen, den ihr kanntet. Trauer im Herz, könnt ihr sehen, wie andere Menschen einfach wie leere, trockene Höhlen zurückgelassen werden und ihre Existenz in die Niederhölle gesogen wird. Galottas Machwerk. Wir müssen weiter. Keine Zeit zu trauern. Immer eine Dosis Bandstaub mit Galottas Namen, Bandstaub mit Galottas Namen drauf. So lang zum Herz. Abelmir? Abelmir, könnt ihr mich führen, dass ich mich einfach an eurer Schulter festhalte, dass ihr kämpfen könnt, gleichzeitig zaubern könnt alles? Ich nehme deine linke Hand und leg sie auf meine rechte Schulter. Super, danke schön. Bleibt alle nah bei Abelmir, wir müssen das Zauberkuppel-Dings benutzen. Ist es noch an? Ist es noch an, Abelmir? Der Guardianer müsste noch an sein, ja. Oh, ich weiß nicht, ob wir schon 5 Minuten verbraucht haben, denn der hält doch 5 Minuten, ne? Ja, 5 Minuten werdet ihr auf alle Fälle durch haben. Ach so, alles klar, denn nicht mehr. Dann brauchen wir ein neues Zauberkugelding. Gibt es ein Tor, eine Öffnung am Ende dieser Halle? Ja, also wenn ihr euch dann orientiert, ihr könnt dann sehen, wie da wohl die Gardisten eingebogen sind und könnt dann
ja, vorbeigucken. Ich muss gerade mal schauen. Der nächste Raum, die Nummer 3, besteht mit den Wänden und der Decke aus brüchigem Marmor. Der Fußboden ist spiegelglatt. Spiegelglatt. Es riecht nach nichts. Absolut nichts. Hier ist die Luft komplett in Ordnung. Und wenn ihr dann den Ausgang euch einmal betrachtet, also da, wo ihr dann reingehen könntet, in diesen Raum hinein, könnt ihr sehen, dass es sich wohl dabei um einen scharfkantigen Durchbruch handelt. Dahinter, wie gesagt, liegt dann der nächste Raum mit einem Korridor, mit einer Treppe nach oben. Da geht's hoffentlich entweder zur Herzkammer oder aber auch zu dem Thronsaal, denn dorthin hatte Ömer ja die anderen geschickt. Wieder. Vor der Treppe könnt ihr ein Glimm ausmachen. Irgendetwas Heißes, Warmes steht dort wohl. Wartet einen Moment. Okay, ich nehme wieder Zeit, mich zu sammeln. Verlängerte Zauberdauer. Schild gegen Dämonen. Erleichterung um 1. Guardian und Zauberschild. Macht die Zauberei gar mild. Nun, wir können weiter. Was ist das da vorne? Irgendetwas glimmt. Fackel. Kann nichts Gutes sein hier oben. Bleibt zusammen. Und nehme ich mir direkt hinter euch. Immer halte ich hinter Abel mir. Ja. Diese Runde, mach die Augen auf. Als du Dämonen siehst, tu was. Mhm. Kiaras, nehmt ihr bitte dieses Artefakt. Was ist das? Löst einen persönlichen Guardianum auf. Ihr sagt den Namen des Schutzheiligen gegen dunkle Magie und fügt eine Hilfe hinzu.